Und damit willkommen zu einem neuen Random Steam Game. Heute spielen wir Ahead in Time. Ein Spiel, was ich schon seit knapp 5 Jahren oder so spielen möchte. Und ich glaube, es gibt auch einen Multiplayer oder so, aber den werde ich hier nicht spielen. Ich spiele alles hier Singleplayer. Das ist ein Spiel, das ist ein 3D-Plattformer, so ähnlich wie Mario 64. Und das Spiel scheint sehr gut angekommen zu sein und soll wohl richtig gut sein. Ich habe mir das Spiel geholt vor 5 Jahren oder so, zusammen mit den DLCs, hab's nie gespielt, und weil ich halt als Let's Play Together machen wollte, aber was soll's. Wir spielen das einfach im Alleingang. Blind, ich kenne nichts in dem Spiel, ich weiß nur ungefähr, worum es geht. Aber dazu kommen wir gleich. Genau, hier sehen wir auch schon diesen Online-Modus. Spiel mit so 50 Freunden. Boah, krass. Ich habe 100 Leute eingeladen, Leute. Zu meinem neuen Spiel hier in Ahead in Time. Ja, und da haben wir auch schon unseren Protagonisten namens Ahead Kid. Ja, ich weiß, sehr kreative Name. Hier sind die beiden DLCs. Die schauen wir uns dann an, wenn wir das Spiel durch haben. Man kann auch Mods downloaden. Ne, ich habe schon eine. Ich habe mir schon ein bisschen was angeschaut, aber reden wir nicht drüber. Man kann auch Online-Party machen, aber wie gesagt, ich spiele das Ganze erstmal blind alleine durch. Starten wir! Worum geht's überhaupt hier drin? In diesem Spiel? Das erfahren wir jetzt. Jetzt. Ahead Kid ist ganz fröhlich und entspannt am Schlafen. Good morning and welcome to yet another day of space adventure. Ja. You are only 5 light years away from your destination, home. The fuel tank is full and the ship is flying at full speed. Today's to-do list contains waking up, adjusting the engine. Grafik an mich ein bisschen an Wind Waker, vor allem so das Gesicht, die Augen. Und wenn ich mich so ein bisschen seitlich bewege, dann kippe ich in die Richtung. Oh Gott. Ein paar andere Spiele machen das auch und ich weiß nicht warum. Ich finde es irgendwie komisch, aber ist auf jeden Fall lustig. Und ja, ihr habt schon gehört, das hier ist das Raumschiff von dem Ahead Kid. Weiß nicht, ob er oder sie noch einen Namen bekommt, aber ja, hier haben wir auf jeden Fall sehr viele Pillars, wo wir uns rein verstecken. Wir können sogar schwimmen hier drinnen. Wir können double jumpen. Ja, das wird wahrscheinlich sehr viel zum Collecten geben. Ich glaube, das ist ein Collectathon. Und ihr wisst, ich liebe Collectathons. Alles auf N64. Ne, Mario 64. Donkey Kong 64. Whee! Banjo-Kazooie. Ne, all diese Spiele feiere ich. Und deshalb glaube ich, wird mir dieses Spiel auch sehr viel Spaß machen. Ich versuche natürlich 100% zu spielen, aber versprechen tue ich nichts. Mit Y kann ich die Kamera ändern, aber bringt irgendwie noch nichts. Okay, also wir sind 5000 Lichtjahre oder so entfernt von unserer Destination. So einen kleinen Ball haben wir. Hui, den können wir werfen. Aha. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, aber es ist, glaube ich, größtenteils die Kamera, die ein bisschen stark ist, sage ich mal. Ich kann visieren. Okay. Dein Schrank ist voll, aber im Keller ist noch genug Platz für Leichen. Ich dachte, das ist ein Spiel für Kinder? What? Ich habe einen Diamantenwürfel oder sowas bekommen. Wow. Njo. Wie sitze ich? Okay, genug nachgedacht. Ich hoffe, ihr habt in der Zeit ein Like da gelassen. Der Ball, der kuschelt da jetzt. Und wir haben einiges noch vor uns. Da leuchtet irgendwas blau. Ist das unser Raumschiff? Sind wir als Kind hier ganz allein auf diesem Raumschiff und steuern das? Das ist eine große Erde mit großen Gebäuden oder sowas. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Na gut. Und hier sind wir wohl im Kontrollraum. Zumindest steht hier 0 Geschenke. 0 von denen. Das stimmt nicht, wir haben 1 schon gesammelt.
Und die Creator? Die Musik! Einfach! Oh mein Gott! Als ob die Rechte dazu haben. Das ist einfach die Wii Homebrew Musik. Also wenn man auf der Wii Homebrew runterlädt. Das ist das Theme dafür. Und das sieht auch ungefähr so ähnlich aus wie diesen ganzen Blubberblasen mit diesem Wassereffekt. Das ist ja mega cool. Ah, wir brauchen aber einen... Was brauchen wir dafür? Und dieser Soundeffekt. Wir brauchen eine Hourglass dafür. Oder haben wir die schon? Nee. Wir haben es so hingesetzt. Wow, das war gerade eine große Überraschung für mich. Das ist ja cool. Hä? Ach so. Hehe, schlag dich. Aua, aua. Keine gute Idee. Aua. Schauen wir uns doch mal alles an, was es hier gibt. Weil das interessiert mich, was man jetzt alles machen kann. Die Maschine findet gerade keine Anomalien. Vielleicht findet sie später ein Signal. Okay. Hier können wir hoch. Hier ist eine große Uhr, die aber noch blockiert ist. Was haben wir hier? Ah, 40 von 40 Hourglasses. Toll. Na gut, dann funktioniert ja alles, wie geschmiert. Was zum... Wer ist da? Benutze deinen Head, um dein Ziel zu finden. Da versucht jemand einzubrechen! Aber das ignorieren wir erstmal, weil ich will mir noch ein bisschen umschauen. Auch wenn die Musik jetzt leider nicht mehr so chillig ist. Hier kommen wir nicht hoch. Das ist ein Aufzug, ein Fahrstuhl, aber der den können wir noch nicht benutzen. Moment, okay. Willkommen zur Online-Party! Zerschlage Dimension mit anderen und triff deine Freunde. Machst du einer oder... Nö, lass mal's. Das will ich erstmal alleine durchspielen. Vielleicht mache ich dann noch ein paar Bonusfolgen im Online-Modus, wenn ihr darauf Lust habt. Es ist eine Mikrowelle, damit bestrafst du böses Essen. Okay. Ja, interessanter Burger. Ich mag die Melonendrinks da oben. Was steht da? Wein, oh, Wein einfach. Okay, ist sie alt genug dafür oder er? Oder ich weiß nicht, ob Herr Kitten ein Junge oder Mädchen ist. Auf jeden Fall. Und das Kind ist ein bisschen zu jung dafür, oder? Naja, okay, wir können auch als Kind anscheinend dieses Raumschiff hier steuern, also weiß ich nicht. Das geht noch nicht. Ich glaube, alles geht noch nicht. Das ist alles für später, glaube ich. Na komm, ich kann mich hochglitschen. Komm schon, komm schon, komm schon! Ne, das geht nicht. Na gut. Wie habe ich gerade den Dash gemacht? Jetzt geht's nicht mehr. Okay, setz mich mal hier hin, das haben wir auch noch nicht gemacht. If I fit, I sit. Okay. Hey, du da! Lass das mal! Was soll das? Die kann überhaupt atmen. Wir haben nicht bezahlt! Hä? Wie können die atmen? Oh. Ah! Nein! Nicht die Hourglasses! 40 in der Zahl! Ohne die komme ich doch nicht 5000 Lichtjahre nach Hause! Ach man, nicht schon wieder! Zumindest landen wir im Ozean. Und hier sind wir in Kapitel 1. Mafia Town. Akt 1. Die Stadt der Mafias. Ich mag diese Bilder. Und ignoriert einfach den DLC-Titel. Der ist da aus irgendeinem Grund die ganze Zeit. Jetzt muss das Spiel erstmal laden. Wir können dieses Bild noch... Oh. Das sind mich total an Mario Sunshine, wie das hier alles aufgebaut ist. I like it. Ne, ich bin kein Mario Sunshine-Hater. Klar ist das Spiel nicht perfekt, aber es ist trotzdem ein spaßiges Spiel. Und doch, das Spiel nennt mich bisher ein bisschen an Mario Sunshine. Und da ist der Dude, der mich hingebracht hat.
Ach, das hast du davon, ja? Ich will mir mein Geld klauen. Okay, wie... Oh. Hat die ein Bart? Oder ist das ein R? Könnte auch ein R sein, ich weiß es nicht. Was steht da? Cancelled? Eat spicy cancelled. Oh nein, nicht gut. Soll ich hier überhaupt schon hoch? Ich meine, das ist ja ein Erkundungsspiel auch teilweise. Also ich gucke mich ja mal ein bisschen mal um. Seagull eat fish, but fish belongs to Mafia. We punch Seagull for not respecting Mafia. Seagull say, no punch, I have child. Mafia punch Seagull with child. Oh. Eieiei, die sind nicht so nett. Die haben auch ganz viel Wein. Mhm. Das ist eine Kiste. Oh, was zum... wo bin ich? Ah, das ist ein Gegner. Ich weiß gar nicht, wie alles funktioniert. Ah, was? Bist du lieb? Bist du böse? Ja, okay. Wo bin ich? Nein, ich habe das ganze Tutorial jetzt geskippt. Oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Ich kann Walljumpen, merke ich. Okay. Ich ignoriere die erstmal alle. Ich gehe erstmal wieder zurück. Okay, ich bin wieder zurück. Ignorieren wir erstmal alles. Wir machen erst nach der Reihe. Okay. Dieses Bartmädchen rennt vor uns weg. Did fellow Mafia watch TV last night? Confusing science owls say small people can jump double in air. I saw. This makes Mafia uncomfortable with body. Must go work out. Okay. Ja, die sagen halt, dass wir double jumpen können. Die können das nicht, ne? Die müssen ein bisschen mehr workouten. Gut barrikadiert. Sehr gut. Wunderbar. Und wie die Kamera ist mir ein bisschen zu weit reingezoomt, muss ich sagen. I don't like that. Ich kann mich hier kaum umschauen. Wieder ein Passageway, wo ich noch nicht lang will. Mafia Vault. Ich brauche 3 Tickets, um da den Code zu erraten, scheinbar. Aber hier ist ein Ticket. Wann? Es ist Teil des Tresorcodes. Ja, das weiß ich. Das weiß ich jetzt. Hier ist eine Flagge. Ah! All roads lead to Mafia. Not good. Big immigration problems. We fix this by moving to island. Now no road lead to Mafia. Okay, sind wir hier gerade auf einer Insel oder? Tell? Oh, das war ein Herz. Alright. Tschüss. Wir sind nicht nett. Aber okay, die sind auch selber schuld. Die haben mich hierher geführt. So. Unser Schatz ist ganz viel Währung, schätze ich. Was haben wir denn da? Eine Wollknäuel mit vielen Flügeln. Mit 2 Flügeln, um genau zu sein. Dieses Garn sieht bereit zum Sprinten aus. Zum Nähen benötigst du 2 Regenbogengarn. Was? Sprinthut? Hä? Kann ich upgraden? Ich glaube, ich sollte erstmal weitermachen, bevor ich hier irgendwie alles skippe. Aua. Danke, Bro. Da ist sie. Da, wo rennt sie denn hin? Oder er? Oder sie? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich hier drüber komme. Oder? Ja, doch, ich muss auf den warten. Und dann da. Ja, ja. Oder warte, nee. Nee, brauche ich gar nicht. Ich kann weit genug springen, es alleine zu schaffen. Okay. Hä? Hallöchen. Wo zum Henker geht sie hin? Okay, also es ist ein Mädchen mit einem Bart. Us kids should stick together, not stalk one another. I mean, Mafia Town can be a really dangerous place. So what do you say? Wanna join my little rebellion? Mm. Oh, by the way, did you have anything to do with the junk falling from the sky? Yeah? Yikes. Looks like you've got a lot of cleaning up to do, huh? Why is she British? Oh, das ist gut. Da kommen wir also hoch. Mit dem Ding. Warum stehe ich eigentlich hier? Hier stand ich doch vorhin noch gar nicht. Work.
Na gut, dann tun wir genau das. Mhm. Naja, großer roter Fall. Weil man sonst gar nicht erkennen kann, wo man lang muss. Nee, nee, alles gut, alles gut. Warum ist das hier so am Leuchten? Aua, aua, die ist aus Aluminium oder sowas. Aua, aua, aua. Ist auf jeden Fall steinhart. So, und von hier kann ich dann hier hochspringen. Das Ding fliegt mich dann hier hoch. Und... Folge mir, Rebel. Ja, gleich. Moment. Ich sammle natürlich noch ein bisschen was ein. Die Stadt müssen wir auf jeden Fall später nochmal erkunden, aber erstmal will ich das Tutorial erstmal machen. So, ja, genau. Ein Herz. Hi. Okay, ich soll dem Mustache Girl folgen. Hey, I think one of your junk pieces fell and smashed right into the market's fountain. Messed it up real good. Uh-oh. When going over there, just avoid making eye contact with the Mafia and you'll be fine. Good luck, fellow rebel. Oh nein. Man sieht sich. Sowas wie in Ocarina of Time. Ich muss mich von den Guards wegschleichen. Die dürfen mich nicht sehen. Na gut. Versuchen wir es mal. Erstmal muss ich hier rüberkommen. Aber ich kann die Kamera auch nicht nach oben und unten bewegen. Nur nach links und rechts. Das ist so eine Passage zum Beispiel nicht so toll. Das geht generell gar nicht. Yo, Bro. Was hast du da? High Five? Kein Ding, Mann. Oh! Was zum Teufel? Was ist dein Problem? Aua. Okay, die veräppeln mich nur. Schade. Hey, das ist meins! Okay, Headkid ist auch ein Girl. Bam! Mein Regenschirm! Oh, ich kann fliegen! Njo! Bam! Thank you! Dankeschön! Unsere erste Shine Sprite, aka die Hourglass! Ein Sticker! Spieler getroffen mit Online-Party 0. Oh. Warum ist da Among Us? Was zum... Haben die da eine Collaboration oder so? Oder warum sicher Among Us? Ich bin total verwirrt. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Und da war ein Ladebalken gerade. Aber der war nicht unten, sondern seitlich. Auch interessant. Okay, wir haben es aus irgendeinem Grund wieder hierhin geschafft. Weiß nicht wie, wir können vielleicht fliegen oder so. Aber eins haben wir zumindest wieder zurückgebracht. Und das fixt das Licht. Let there be light. Energie für die Haupthalle wurde wiederhergestellt. Das Kapitel Mafia-Stadt ist jetzt verfügbar. Yeah, yeah, yeah. Okay, also wir haben einmal Head Kid. Das ist ein Girl. Und wir haben Mustache Girl. Und das, ja. Und die ist eventuell unsere Komplizin oder so. Sie hilft uns. Bin mir noch nicht sicher. Hier kommen wir jetzt rein. Neue Area unlocked. Und das ist unser Level Select. Ja, Mario Galaxy. Richtig Mario Galaxy-like. Oh mein Gott. Also bisher ist das interessant, das Spiel. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt, aber so ist interessant. Fasskampf, Kapitel 2 und das ist Kapitel 3. Beginn, ja, das haben wir doch gemacht. Dann machen wir Fasskampf. Berge, das verlorene Zeitstück. Und, was? Schweißperlen? Hoffentlich keine? Der Himmel scheint zu schwitzen. Was? Ah, okay. Gehen wir erstmal in Kapitel 2 rein. Fasskampf. Oh oh, sie haben das Mustache Girl. Number one Cook. Okay. Überall TNT. Kein Wein diesmal. Nee, diesmal ist es wirklich TNT. Ja, genauso wie auf dem Bild. Aber ich liebe es, wie Mario-like es einfach ist. Was für man greift bitte ein unschuldiges kleines Mädchen an? Was? Was? Ich meine es ernst, lass mich runter, du dummer Idiot. Okay, was ging da ab? Yeah, one! Ein Teil des Tresorcodes. Hier ist also noch ein Tresorcode. Wollen wir uns ein bisschen umschauen hier noch? Rest der ersten Folge und vielleicht auch zweite Folge.
Ich habe das Gefühl, hier gibt es extrem viel zum Umschauen in diesem Spiel. Was ich ja nicht schlecht finde, nur dieser Ort wirkt ein bisschen zu groß, um sich hier viel umzuschauen. Weil bestimmt gibt es noch andere Orte, an die wir dann später hinkommen können. Und wenn die alle genauso groß sind wie dieser Ort hier, dann weiß ich nicht, du, das ist echt viel. So, kommen wir hier hoch. Brauche ich 100 von denen für eine Hourglass? Sind das Münzen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich versuche immer ein bisschen was einzusammeln, aber wir können ja scheinbar noch nicht alles erreichen. Was seid ihr für Dinger? Ja, platzt lieber. Sonst platzt mir doch gleich der Kragen, du. Blam, 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 blam. Notice. Guten Tag. Ey, ich hab guten Tag gesagt. Unsichtbare Wand. Okay, na gut, dann nicht. Bam! Haha. Oh oh. Okay, wir können gegen die nichts tun. Süß. Na gut. Ich bin total überfordert. Ich glaube, vielleicht merkt man's. Aber ich weiß nicht wohin. Also ja klar, den Text folgen, aber gibt's so viel zu erkunden und ich würde schon gerne 100% machen. Wenn's geht. Hier haben wir noch was. Warum sehe ich so shiny aus? Dieses Garn sieht bereits im Sprinten aus. Hast genügend Garn, um es zu nähen. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ah, um aus zwei Garn den Hut zu nähen. Neuen Hut? Ja, den Scout! Der Sprinthut! Ich kann mit Sprinten. Ja, das ist natürlich sehr nützlich in dem Display. Also, direkt mal anziehen. Habe ich scheinbar schon. Ach, hier sind meine ganzen Gegenstände, die ich gesammelt habe. Hier ist meine Waffe. Scheinbar kriegen wir später mehr Waffen. Hier sind meine Sticker. Natürlich Among Us. Nochmal Among Us. Und nochmal Among Us. Und nochmal Among Us. What the hell? Cat Crime. Okay, ich glaube, die sind aber nur für Online-Modus, die Sticker. Und hier haben wir unseren neuen Hut. Und ja, wenn ich jetzt die Schultertaste gedrückt halte, kann ich sprinten. Und... Was? Achso, im Sprint kann ich einen Superjump machen, der aber kleiner ist als ein Double Jump. Okay. Interesting. Oh, sorry, ich wollte dich nicht killen. Ich weiß gar nicht, was er überhaupt gesagt hat. Oh nein. Das kriege ich nicht kaputt. Das auch nicht. Ja, die Kamera ist ein bisschen komisch hier in dem Spiel. Aber ansonsten... Sonst ist es sehr interessant. Was hier alles abgeht. Wie komme ich ja Boing? Ah, Boing. Auch so wie in Mario Sunshine. Two. Und da hinten ist Three. Nimm mit. Yeah. All mine. Ha. Yeah. Why Mafia never finish anything? Und dann tot. Oh, na gut. Was haben wir denn hier? Ein Vogelnest? Verschwinde! Ist mein Haus! So, jetzt können wir aber den Tresor da unten öffnen. Und uns unsere... Aua. Unsere Schätze schnappen. Noch ein Garn. Koche verrückten Mischmasch. 4 Stück. Okay. Interesting. Was zum... Nein, ich hab was verpasst. Jetzt können wir nicht mehr wieder hoch. Oh oh. Ich hab was verpasst. Das ist doof. Hä? Okay. Ich bin überfordert. Ah! Na gut. Kumpel, kann ich dir helfen? Oh, das ist wieder so einer. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Nein, das ist wieder so einer. Der will mich schon schlagen, der will mich schon schlagen. Ah! Aua. Wo bin ich? Ich habe mein komplettes Ziel verloren. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hm? Gibt's noch was? Das kann ich aber alles nicht machen. Diese goldenen Dinger kann ich noch nicht öffnen. Vielleicht brauche ich dafür noch eine andere Waffe oder so. Also unsere Standardwaffe ist ja der Regenschirm. Aber ich glaube, wir kriegen später noch was anderes. Achso, ja, ich kann ja sprinten. Aber sprinten ist ja nicht so nützlich. Weil ich mich ja umschauen möchte. Oh, 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 die sind in der Nähe. Ach, hier sind die. Hey, hey Child, shoot. Mafia can't have child witness when Mafia teaching lesson. Doch.
Huh? This awkward for Mafia. Mafia not sure what to do. Boss, what do we do with eyewitness? Teach her lesson, boys. Du bist der Boss, du siehst genauso aus wie anderen. Na gut! Er wollte das ja so. Heia! Dankeschön. Danke fürs Geld. Werd dich fertig machen. Ist das so, Kumpel? Ist das so? Oh, miss me. Oh, I'm running circles around you. What's the big idea, Knucklehead? Bonk. Oh, shit. In der Luft. Ein Verfolgungsangriff. Oh, was? Also ein Okay, manchmal geht das. Irgendwie nicht immer. Kein Kind? Sicher? Bam! Ja! Achso, ich muss wahrscheinlich in die Richtung erstmal gucken und dann! Mit meinem neuen Flügelhut! Mit Mario für 60 Flügelhut! Ja! Let's go! Mafia won't bow to little girl. Prepare to feel Mafia's wrath. Oh. Spin! Oh, Donkey Kong? Oh nein. Ich finde das cool, wie viele References es hat an verschiedene Videospiele. Watch out. Wieso? Muss ich kontern? Oder so? Kann ich das kontern? Watch out. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht nach oben oder nach unten gehen. Vielleicht einfach abwarten? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach abwarten. Oh, ich kann einen Dash machen, aber dann fliege ich auf die Schnauze. Miau. Aua. Noch ein Leben. Nicht gut. This lead nowhere. Mafia need to take care of this Mafia style. Prepare to feel what Mafia do to old ladies. Ich bin keine alte Lady, oder? Weiß ich gar nicht. Bam, 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 bam. Was willst du? Hä? Trau dich! Oh oh. Keine gute Idee. Das funktioniert nicht. Jetzt. Ich muss expammen. Irgendwann aktiviert das dann. Das ist ein bisschen nervig. Aber! Immerhin gut genug, um ihn zu killen. Na komm. Wieso geht das nicht? Bam! Ich will nicht sterben. Ich habe ein Leben nur noch. Stirb! Bam! Ein Schuss in den Ofen! Und damit sind wir durch hier. Unsere zweite Hourglass. Ah, oh, Amadayat! Aber zumindest haben wir die jetzt. Und Master Girl gerettet. Ja, was ist eure Meinung zum Spiel, falls ihr es noch nicht kennt? Can you believe them? What a bunch of losers. Hey, you're all right, new kid. Do you have a name? Ja, Head Kid. No, you shy? That's cool. You're a less talk, more fighting kind of girl, I take it. Ja. That thing you grabbed there. Are you collecting them? Because I know where there's more of them. Ooh, erzähl's mir. They've been raining from the sky ever since you arrived. I've seen the goons bring them to their headquarters way up there. What? We should go up there and get your junk. It'll be fun. I'll take any opportunity that involves messing up the Mafia. Okay. Wieso redet sie ohne ihre Mund zu bewegen? Na ja, you with me, buddy? Na klar. Mustache Girl, so ist die wirklich. Wir sind Freunde. Woo! Und das war unser erster Part, unser erster Eindruck von der Head in Time. Ja, die Ladebalken sind so seitlich. Sehr interessant. Habe ich noch nicht in irgendeinem Spiel gesehen, aber okay. Und Intruder Alert! Red Spy in the Base! Ja, Mustache Girl ist jetzt hier. Und das schauen wir uns dann genauer beim nächsten Part an. Seid dabei. Und bis dann.